Ja Leute, ich mache jetzt heute ein Unboxing zur Legendary Collection und zwar der Game Board Edition. Dies ist jetzt vor kurzer Zeit in den USA nochmal neu erschienen. Also ich mache jetzt das Ganze erstmal auf. Und da haben wir einmal hier die Promokarten. Ja, da das Set nur auf Englisch erschienen ist, sind jetzt hier auch, oder ich es aus den USA gekauft habe, sind jetzt auch die Karten natürlich auf Englisch. Dann haben wir einmal hier die drei Götterkarten, dann den weißen Drachen, dunklen Magier und von Joey noch den Drachen. Genau, und dann hier das Highlight des Packs, natürlich die Booster. Es sind insgesamt 6 Stück dabei. Und zwar von den alten Packs von vor 15 Jahren oder so. Und unten haben wir auch noch hier eine Spielmatte. Ja, dann haben wir einmal hier die Vorderseite und dann hinten nochmal die Götterkarten. Ja, dann fange ich mal mit dem ersten Booster an, hier mit Invasion of Chaos. Okay, da haben wir einmal hier Inferno, Ryokoki, Dimension Distortion, Spirit of the Pot of Greed, Stray Lamps, Chopman the Desperate Outlaw, Earth Chant, Ojama Delta Hurricane, Hyper Hammer, Hammerhead und ja, dann das nächste Booster. Haben wir hier Dark Crisis mit Thousand Needles, Spell Reproduction, Dark Scorpion, Gorok the Strong, Incense Descent, Ordeal, Guardian Trice, Precious Cards from Beyond, Pandemonium, Frozen Soul, Acrobat Monkey, Thousand Needles. So, dann das nächste Booster, Metal Raiders mit Giga Tech Wolf, Labyrinth Tank, Sagi the Dark Clown, Punished Eagle, Shield and Sword, Occubeam, Cybersaurus, Lavemov, Armored Lizard und dann Spell Ruler mit der ersten Karte Labyrinth Wall. Oh, und dann hier House of Adhesive Tape. Das ist wirklich eine sehr, sehr alte Karte. Dann Queen Bird, Dark Witch, Shining Angel, Fire Kraken, Gaia Power, Ancient One of the Deep Forest, Final Destiny und ja. Dann Pharaoh's Servant mit Driving Snow, Bombardment Beetle, Earthshaker, Gradius, Mishisur, Spikebot, Armored Glass, Flying Kamakiri 2, Four-Starred Ladybug of Doom, Driving Snow und so. Und jetzt zum letzten Booster, nämlich Legend of Blue Eyes White Dragon. Da haben wir einmal Laser Cannon Armor, Turtle Tiger, Drooling Lizard, King Fog, Carbonala Warrior, Steel Ogre Grotto, Firegrass, Rayan Temperature, Sandstone und ja. Also alles in allem würde ich jetzt sagen, nichts Besonderes gezogen, aber ich habe jetzt eigentlich auch keine besonderen Karten erwartet, muss ich sagen. Die Karten sehen, finde ich, ein bisschen minderwertiger aus als die deutschen. Ich weiß nicht warum, aber ja.